Assalamu alaikum, meine Lieben. Ist meine Stimme weg? So. Es ist jetzt, ja, heute ist, was ist heute? Ich weiß nicht. Mir ist egal, ich habe Ferien. Ja, auf jeden Fall ist es jetzt 2 Uhr, denke ich mal. Ja, Mama geht's heute nicht so gut, leider. Und Baba, ich weiß nicht, wo er ist. Jonas ist im Zimmer und frühstückt. Ich habe gerade Pfannkuchen gemacht. Dann habe ich mich noch um die kleinen Kätzchen gekümmert im Zimmer, Futter, Wasser hingemacht. Jetzt komme ich und guck mal hier, die Affen, ob die Wasser, Futter, die Ziegen. Die haben heute Morgen Futter bekommen, wie es aussieht. So, heute ist, glaube ich, Samstag. Ja, heute ist Samstag. Hallo Fausel! Hallo Baby! Hast du Durst? Der macht sich immer bemerkbar, wenn er Durst hat. Dann tut er mit dem Dings da rumfuchteln da. Oh, oh, ja. Du immer mit deinem Ich liebe dein Du Frechdax, jetzt beißt sie mich gleich wieder. Das sind meine Sommersprosse. Die kann man nicht essen. Baby. Oh, ihre Baby-Handy ließ. Oh. Du kleiner roter Zwerg, du. Guck, wie sie sitzt, ich lieb's. Die Füße müssen massiert werden. Und die so, ah, oh, ist das schön. Ist das schön, denkt die sich. Richtig. Und die kommt auch wieder. Jetzt krieg ich gleich Ärger. Ja, feine Sim. Ja. Jetzt machen wir Wasser auf ganz stark, damit wir auch den Dings da treffen, da hinten. Auch damit. So. Boah, ist das heiß. Wir machen erstmal das, damit sie sich nicht verbrennen, machen sie das ganze heiße Wasser raus. Jetzt kommt langsam Kühles. Ja, jetzt. Oh, ich werde hier geduscht. Ja, jetzt ist es schön kalt. Machen wir lang? Ja, Pause. So. Guten Morgen. Ja, die Sümpchen sitzt da immer noch. Wo ist Baby? Baby. Da ist die Baby. Oh. Ich hab die total lieb. Und hier muss ich auch mal aufräumen. Aber das Ding ist, wenn ich da aufräume und die Simsim, die ist so ein Brech, ich räume einmal alles auf, die wartet, bis ich fertig bin. Und wenn ich dann alles aufgeräumt habe und alles in die Tüte gestopft habe, und dann bin ich bereit, um es rauszunehmen. Wisst ihr, was sie dann macht? Die reißt mir die Tüte raus und rennt dann und tut es wieder überall zerstreuen. Deshalb gebe ich mir nicht so viel Mühe. Ja. Aber das muss gemacht werden. Und das mache ich. Aber heute nicht, heute ist voll heiß. Ich weiß nicht, wie viel Grad, aber ich stehe hier in der Sonne und mein Kopf ist so heiß. Und du Mauselinchen. Du Baby. Du Baby. La, la, la. Nein. Nein. Du, wie sie da hockt. Ich liebe die einfach. Da habe ich Aua. Da ist ein Sommersprosse und die Baby denkt, es ist Aua und kümmert sich gerade darum. Gell? Ah, die Simsim, die ist auch eine Süße. Wie sie langsam weiß. Sie weiß, dass es mir weh tut. Du Baby. Oh.
Ganz langsam macht sie das. Dann wird es immer stärker, wenn sie merkt, ich mache nichts. Gell, Baby? Ja, du bist auch eine so süße Mikro Mausi. Ja. Ja, Baby. Nein. La. La. Seht ihr, man muss streng bleiben mit den Affen. Ja. Die Simsim mit ihrem Doppelkinn oder wie auch immer das heißt. Diesen Ziegen. Ich liebe ihr Kinn. Das ist so ein richtig süßes Kinn. La. La. Streng mit den Affen bleiben, sonst tanzen die dir auf die Nase rum. Und die kommt wieder und denkt sie, was erlauben sie? Wie sie guckt wie ein Verbrecher. Ja, Susumi. Die hat Borsten wie ein Schwein. Das ist so. Bei Fausi ist es ja schon okay, wie, aber die, das glaubt ihr nicht. Oh, du Baby. Und ich liebe ihre rote Farbe. Die ist auch so süß. Das ist eine Sommersprosse. Die kümmert sich immer. Das macht sie, sage ich zum ersten Mal vielleicht, aber es sieht neu war. Und der Fuß, ich liebe den Fuß. Ich liebe dich so sehr. Du bist so süß. So süß. Oh, Baby. Und die, aha, die macht sich Notizen, was ich mit der Simsim mache. Hallo Fausel, jetzt spielt der Eifersüchtige. Jo, komm her, Baby, der will raus. Das heißt, lass mich raus. Jo, Baby Fausel. Mein Mäuschen, mein kleines Baby, der ist kitzlig. Der ist richtig kitzlig am Bauch, du Baby. Du bist raus, Barra. Ich glaube, das heißt, wenn ich jetzt unten gehe, dann setzt er sich neben die Tür. Willst du Barra? Barra? Das geht jetzt aber nicht. Tut mir leid. Wir gucken, wann geht die Tür auf. Weißt du was? Aber wo gehen wir jetzt hin? Wir waren schon beim Bersim und ich mag diese Kinder dort nicht, Fausel. Tut mir leid. Ihr Fausel, du tust mir so... Wo wollen sie hin? Guck mal, meine Hand wieder voll rot von die... Ist das Simsim? Heute nicht, Fausel, heute nicht. Ja, warte mal, Donnerstag war der letzte Internat-Tag, Testtag bei Nafisi Abudi. Donnerstag war der letzte Internat-Tag, Testtag bei Nafisi Abudi. Und alle 4- und 5-Klässler bei uns hier. Jetzt sind, glaube ich, nur noch die in der Oberstufe, also die in der 9. und 10. und 11. und 12. Nein, warte. Der 9. und 12. denke ich mal. Ja. Und guck die Baby. Oh, so süß. Kleine Baby. Ja, ich komme gleich. Ich mache mir noch Wasser für die Hühner. Und bestimmt ist Gobi wieder abgefatzt. Gestern war er unterm Auto, Leute. Der ist schon schwer. Ah, nee, da ist er. Und wir müssten den rausholen. Hallo, Gobi. Der ist so süß, wie er seinen Blick immer guckt. Ja, ihr feiner Gobi. Ja, die haben hier ganz viel Futter. Ja, ich schwitze schon, es ist echt heiß heute. Nafisi war schon bei mir. Upsala. Heute Morgen hat gesagt, dass die Mutter und Vater spielen. Rawan ist zu Besuch, Nafisis Cousine. Heute, Ja, Rawan besucht ist Nafisis Cousine. Und die hat auch jetzt im Dahanat Schluss, weil die ist auch in der 5. Klasse, wie Nafisi.
Ja. Und die ist gerade zu Besuch. Auf jeden Fall, ich habe eine Vermutung. Ich glaube, die Hühner, die fressen ihre eigenen Eier. Leute. Weil es waren 7 Eier vor 3 Tagen hier. Und dann hat Baba mich nach Eiern gefragt. Ich bin dann gekommen und habe gesehen, wie sie sich um eine Schale stritten. Ja, und das war eine Eierschale natürlich. Und ich glaube, die fressen ihre eigenen Eier. Ich bin mir aber nicht sicher. Und das kann man den Hühnern eigentlich selbst antrainieren, wenn man zum Beispiel Eier isst und dann, ihr wisst ja, die Hälfte der Schalen so, ja, dann habt ihr noch die Hälfte so, dann fressen die, dann checken die, dass es ihre Eier sind und denken sie sich, wow, das schmeckt ja total gut. Und dann, ja, habt ihr eure Hühner trainiert, bravo, ihre eigenen Eier zu fressen. Da kommt mein Gafi, mein Baby. Der hatte gestern voll verklebte Augen. Und dann habe ich sie ihm geputzt, dann ging es wieder. Gell, Gafi? Ja, Baby. Ihr feines Baby. Ihr habt frisches Wasser. Gell? Guten Morgen. Das ist so süß, wie sie immer antworten. Hallo, Maus. Ja, hallo. Die gibt keinen Ton von sich. Aber nur meine Babys antworten. Gell, Bum Bum? Pum. Ja. Die ist immer noch. Das muss ich gleich wegräumen. Ja. Was wollte ich noch machen? Duffy Baby. Mein Baby Duffy. Oh, bist du süß. Oh, wie süß er ist. Mein Duffy. Der macht, guck mal mit seiner Pfote, wie er meine Hand gepackt hat. Ja, ich soll dich streicheln, ich weiß. Ja, guck. Jetzt geht's wieder. Diese kleine Ratte, du. Bombi! Baby! Hallo, Mausi! Der ist auch so ein Süßer. Ja, seine Besitzer wollten den umbringen. Die haben den in ein Auto getan, denke ich mal. Ja, ins Auto, hinten in den Kofferraum. 4 Tage ohne Wasser und Futter und da war der arme Furz. Aber der hat gelebt und wir haben ihn bekommen. Ja, und jetzt ist er, wächst er, glaube ich, nicht mehr, aber sein Bauch, der wächst schon. Gell? Ja, stimmt es? Stimmt das, Herr? Er will keinen Kommentar. Ja, die Katzen hier, wir geben denen jetzt Kittenmilch. Dieses Pulver, was sie aus Deutschland haben. Ja, und das fressen die. Und die Mansi, wie süß sie da liegt. Hallo, Mansi. Und Pumi und Zucker. Zucker, du Baby. Der ist auch so ein Süßer. Der braucht auch Liebe. Und du bist wieder eifersüchtig. Der ist so eifersüchtig auf Zucker. Und Zucker ist eifersüchtig auf Gafi. Die tun sich immer streiten, wenn ich jemanden streichle. Zum Beispiel, guck, wie der Zucker jetzt guckt. Was machen sie? Ist der falsche Kater. Ja, und der freut sich. Und wenn ich jetzt zum Zucker gehe, wartet mal. Ja, feines Zuckerstückchen. Guck, wie er gleich riecht. Sie waren bei einem anderen Kater. Aber ist okay. Guck, wie er jetzt guckt. Und ich? Was haben sie zu ihrer Verteidigung zu sagen? Die sind so eifersüchtig aufeinander. Und die spielen zusammen, die Babys. Oh, süß. Und jetzt tut er so, als ob er beleidigt ist. Ihr Freund, doch, ihr Freund. Gut, jetzt kommt der und dann. Die vertragen sich nicht zusammen. Ja, und die spielen immer noch. Und hier habe ich einen kleinen Fini, der gestreichelt werden möchte. Die Divi hat jemanden in ihrer Größe gefunden. Oh, Fini! Der klettert auf meinen Schoß. Divi, Baby! Du, lass die Kamera in Ruhe. Gell, darf ich nicht böse sein. Nein. Jetzt ist er beleidigt und riecht an meiner Hand. Die andere, ich habe mit der Hand gefilmt, also ist da kein Zuckergeruch. Aber er ist trotzdem, guck mal, wie er sich mir seinen Rücken gibt. Nicht böse sein, Tafi. Ja, upsala. Oh, meine Knie ist das heiß.
Alles wieder gut? Taffy! Nein, das ist schon. Gucken wir mal bei diesen Läusen vorbei. Lasst mich durch, Babys. So. Oh, ich bin schon aus der Puste. Das ist voll heiß. Gucken wir mal hier. Ihr habt doch schon Futter bekommen, Leute. Okay. Lasst mich durch. Hopp. So. Jetzt habe ich noch einen geguckt. Taffy, Baby. Ihr feines Mäuschen. Ihr fein. Dem muss man viel Liebe geben, weil der ist hier ein Außenseiter. Der schläft alleine hier. Und immer alleine schläft er. Und nur mit Leben jemanden. Und die macht sich ganz breit. Ich weiß, guck mal, die Schlauen. Die legen sich hier hin. Weil wenn dann Wind kommt, dann kommt er durch diese Dinger. Dann kriegen die den sofort ab, den Wind. Schlaue Ratten seid ihr. Ihr feiner Taffy. Ihr fein. Der ist auch behindert, der Taffy. Nein, 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 nein. Jetzt ist er beleidigt und riecht an meiner Hand. Die andere, ich habe mit der Hand gefilmt, also ist da kein Zuckergeruch. Aber er ist trotzdem, guck mal, wie er sich mir seinen Rücken gibt. Nicht böse sein, Taffy. Ja, upsala. Oh, meine Knie ist das heiß. Alles wieder gut? Taffy! Nein, das ist schon. Gucken wir mal bei diesen Läusen vorbei. Lasst mich durch, Babys. So. Oh, ich bin schon aus der Puste. Das ist voll heiß. Gucken wir mal hier. Ihr habt doch schon Futter bekommen, Leute. Okay. Lasst mich durch. Hopp. So. Jetzt habe ich noch einen geguckt. Taffy, Baby. Ihr feines Mäuschen. Ihr fein. Dem muss man viel Liebe geben, weil der ist hier ein Außenseiter. Der schläft alleine hier. Und immer alleine schläft er. Und nur mit Leben jemanden. Und die macht sich ganz breit. Ich weiß, guck mal, die Schlauen. Die legen sich hier hin. Weil wenn dann Wind kommt, dann kommt er durch diese Dinger. Dann kriegen die den sofort ab, den Wind. Schlaue Ratten seid ihr. Ihr feiner Taffy. Ihr fein. Der ist auch behindert, der Taffy. Guck, ihr feines Mäuschen. Der Fini ist auf jeden Fall eifersüchtig Nummer uno. Und die spielen zusammen. Endlich habt ihr jemanden in eurer Größe gefunden. Sind die goldig. Und jetzt kriegt ihr eine Ohrfeige, verschwinden sie. Aber die geht trotzdem wieder hin. Ja. Ich gehe jetzt ein bisschen zu Selva. Ja. Sonst ist hier langweilig. Ich habe nichts zu erzählen. Meine ganzen Noten, also mein Zeugnis, kommt dann an diesem Fest, dieses nächste, nicht Zuckerfest, sondern das andere, wo man Eid al-Adha, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt. Ja, das Zelt ist K.O. Hallo Babys. Hallo Mäuse. Hallöchen. Aua. Hallo. Ihr holt euch immer, ich räume die. Spuckst du mich an? Ich räume immer diesen ganzen Müll da hinten wieder hin. Und die holen den immer wieder her. Ihr frechen Mäuse, ihr. Ihr frechen Mäuse, ihr. Ja, fein. Ja. Ich gehe jetzt zur Selva. Dann spielen wir ein bisschen. Dann in Asr komme ich wieder und esse zum Mittag hier.
Ja. Gestern haben wir noch bis 12 hier gespielt. Hier oben haben wir gesessen, haben Mensch, ärgere dich nicht gespielt. Ich habe dann immer wieder meine Freundin vom eins fehlt und dann ist sie drin im Haus. Und ich habe sie immer wieder da rausgeworfen. Bei uns, wie ich nenne das, ich habe sie gegessen auf Arabisch. Und dann hat die eine geweint und wir haben gelacht. Ja, jetzt ist alles ruhig, weil jetzt Mittagszeit ist. Alles leer. Man kann die schon hören. Das sind meine verrückten Cousinen. Damliga! Hi, Aya. Hi. Bin da Fisi. Weil ich jetzt da bin, schlag mich, wenn du ein Mann bist, weil ich da bin, denkt sie, der schämt sich vom Video. Ja. Arka Rife, bin es Sabuna und Liefe. Ich habe Zwiebel gegessen, schreit sie. Das ist meine verrückte Familie. So, jetzt gibt es hier Essen. Es gibt Eier und schwarze Honig. Wohl ist Möbel allmählich. Auf jeden Fall grüne Paprika, Mchellal und Pommes. Ja, das Essen, ja, ich habe mitgegessen, ich bin fertig. Es war richtig lecker. Und das ist das Mittagessen heute. So, wir haben jetzt schon 3.20 Uhr, glaube ich, ja. Das ist richtig lecker, das Essen. Und ihr wisst, was es ist. Folie, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt. Das sind so diese, ich weiß es nicht. Gulumai Folia Nebel Almani. Danke. Folia Nebel Almani. Ich weiß es nicht. Gumme. Ah? Gumme. Die hat eine andere Sprache erfunden, okay. Die Essen ist zu Ende und dann später gehen wir dann raus und filmen mich weiter. So, wir sind wieder da, hier so. Im Stall. Und der Gavi akzeptiert auch die Mini. Ja. Und jetzt kümmern wir uns um die Mäuse hier. Und geben denen Futter. Ja. Min! Dale. Ja, und dann tun wir die Veranda putzen mit dem Schlauch. Gefällt dir euch dahin? Ihr feiner Toffi, Toffi, Baby, Toffi. Oh, mein Baby. Ja. Bombi. Ja. Ich fütter sie jetzt und dann gucken, machen wir nochmal, gehen wir durch und gucken, ob alle Wasser haben oder nicht. Ja. Davi hat eine neue Freundin gefunden. Nafisi ist auch da. Bra, die hat auch Respekt. Ich sag immer, Respekt muss man haben. Misahi Davi? Baby Davi? Guck, wer mich anguckt, ihr Lobby, ich liebe ihn. Wir haben diese Monsterchen rausgetan, weil die uns die ganze Zeit gestresst. Divi! Divi Mausi! Und die Mansi! Baby Mansi! Zicke eine Fisi! Rubare keine Fisi! Halle keine Fisi! Pixie! Fan Pixie, Mini!
Pixi. Wofür ein Pumi? Der Pumi? Die weiß nur den Daffy. Jafar. Nafisi nennt ihn Jafar. Weil Daffy so wie Jafar klingt. Ihr feiner Daffy, Baby. Bussi mit Deck sehr schön Zucker. Weil Zucker da ist. Gell. Gell. Die sind so eifersüchtig aufeinander. Schiede der Rummel Maya. Ede. Mahasa. Ah. Ekles Futter. Bist du Futter? Lecker, lecker, Taffi? Mein Vater ist ja voll. Ja. Wir machen jetzt nur noch das Wasser da rein. Ich habe es gerade gefüllt. Gobi wollte abhauen, aber hat es nicht geschafft. Ja, und dann geht's ab. Hier putzen, machen wir uns nass. Weil jetzt ist es richtig heiß und da können wir es mal, weil wir gehen sowieso duschen. Ja, bis später dann. So, wir sind jetzt, ich habe jetzt hier fast alles aufgeräumt. Ja, und jetzt kam er, ich habe ihm sein Bobo zurückgegeben, weil er war da hinten und da kam er nicht hin. Und er freut sich jetzt und kommt und kuschelt mit mir im Bobo. Und die Simsim sitzt hier daneben. Ja, und ich habe ihm auch hier seine ganzen Kuscheltiere hingemacht. Schön, damit er dann mit denen nachts kuscheln kann. Ja, auf jeden Fall, der freut sich total, mein Baby. Ja, und ich erzähle der Mini die ganze Zeit Sachen über Affen, über die Stärkeren und sie und die, ja. Und die ganze Zeit, und die ist voll interessiert daran. Ja. Ja, auf jeden Fall. Guck mal, wie er kommt, mein Babybauch. Und ich habe ja auch erzählt, wenn man die Affen lauselt, das tut dann stärker die Verbindung. Und die, ja, auf jeden Fall erzähle ich hier die ganze Zeit Sachen. Ja, und die Selva und Nafisi, die putzen die Veranda schon. Ich dachte mir, ich möchte das jetzt erstmal aufräumen. Ja, und die fressen da hinten. Ja. So, wir sind fertig. Es ist einigermaßen gut geworden. Ich habe ihm wieder hier seine Schlafecke gemacht. Ups, also der Bobo. Hier hin. Ja, der Bobo, der Bobo. Oh. Ja, hier hat er sich gleich hingehockt. Und sitzt hier seine Schlafecke. Das war voll süß, mit dem Bobo hier gekuschelt hat. Gell? Gell, Baby? Ja, die habe ich dann im Pool gesäubert. Ja, Leute, er ist nicht sehr also er ist nicht der sauberste. Aber es geht. Ja, das ganze Staub da und Wasser habe ich rausgemacht. Ich bin voll dreckig, also nicht voll, aber das ist wert. Min fatah al-bab! Oh nein, ich gehe also nicht rein. Auf jeden Fall, das war's mit dem Video. Es ist wieder hier schön sauber, gell, 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 du bist so süß, so süß. Ja, dann bis die Tage, Masalema, bye bye. Noch zum Abschluss, das ist der ganze Müll, den wir gesammelt haben. Ja, Hausel ist nicht happy, dass wir gehen, aber er ist happy für seine neue Schlafecke. Ich bin mir sicher, dass er schlafen geht. Und die habt hier nichts zu suchen. Ja, hey, 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 rein. Jalla, Kale, ich hab Angst, dass ich eine Box... Die ist aber stark. Oh. Au, Kale. Okay, dann muss man härtere Sachen bekommen. Die haben wir fleißig geputzt. Dann nehmen wir... Okay, ich bringe sie jetzt rein. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis die Tage, Marcel. Immer bye-bye zum zweiten Mal. So, die Veranda ist jetzt sauber. Ich glaube, die machen jetzt mit dem Wohnzimmer weiter. Ich gehe und hoffe, Mama Molto. Und Basmala hat mitgeholfen. Sati Maho? Ja. Okay, wir gehen dann holen Molto für Mama und dann helfen wir mit.